vor langer Zeit wurden ein Kaiser und sein Palast von einem geflügelten Dämon heimgesucht. Der Kaiser schickte nach Uchitsune, dem bekanntesten Schützen seiner Zeit, dessen Bogen von Kami gesegnet war. Als sich der Dämon erneut zeigte, war Uchitsune bereit. Mit dem Langbogen war er präziser und seine Pfeile flogen weiter als die jedes anderen Schützen in Japan. Uchitsune schoss nur einen Pfeil ab. Er durchbohrte das Herz des Dämons. Als er zu Boden fiel, verfluchte er Uchitsune in seinem letzten Atemzug. Kurz darauf sah Uchitsune die Gestalten des Dämons überall. Sein legendärer Bogen verfehlte nie. Doch jedem Pfeil, der sein Ziel traf, folgte ein menschlicher Schrei. Die Leichenspur führte zu seiner Gefangennahme. Obwohl viele Uchitsunes Tod forderten, empfand der Kaiser Mitleid mit ihm. Uchitsune wurde auf die Insel Tsushima verbannt. Er starb Jahre später, allein und beinahe völlig vergessen. Der Dämonentöter Langbogen ist seit seinem Tod hier verborgen. Manche sagen, er warte auf einen würdigen Meister. Andere glauben, er berge noch immer den Fluch des Dämons. Fluch oder nicht, der Bogen muss mächtig sein. Gebt Acht, mein Herr. Der Bogen nährt die Finsternis in jenen, die danach suchen. Ich werde daran denken. Doch wo soll ich mit der Suche beginnen? Um seinen Geist zu beruhigen, ging Uchitsune oft an der Küste spazieren. Er liebte die blauen Hortensien dort. Vielleicht liefern sie einen Hinweis. Blaue Hortensie, wie der Musikant gesagt hat. Ich bin in der Nähe. Seltsam. Das Grab ist aufgebrochen. Eine Insel, umgeben von blauen Blumen. Uchitsunes Bogen könnte dort sein. Uchitsunes letzte Ruhestätte.
Shinko! Er trug die Maske eines Tengu-Dämons. Und das war ein Warnschuss. Ich muss auf der Hut sein. Bin ich! Ja, du dich guarat, schnell, Kage!
Diese Insel ist voller blauer Blumen. Ein Berg, umgeben von blauen Blumen. Uchizunes Bogen könnte dort sein. Setzt eure Suche fort und Tsushima wird fallen. Genug. Sprecht auf. Das ist eure letzte Chance. Lasst den Bogen in Ruhe. Nach Tsushima. Habt ihr die Füchse gesehen, Herr? Ich meditierte, da setzte sich eine junge Füchsin vor mich. Füchse sind weise. Sie muss eure Güte gespürt haben. Als ich sie ansprach, stand sie auf und wartete, bis ich folgte. Die Füchsin führte mich zu einem Schrein. Ich dankte Inari für die wunderschöne Erfahrung. Die Kami bringen uns selbst in finsteren Zeiten Licht. Blaue Blumen. Hier bin ich richtig.
Bogen muss dort sein. Uchizunes Langbogen. Wo bin ich? Der Bogen ist verflucht. Ihr werdet bis ans Ende eurer Tage nur Tod sehen. Erst vertreibe ich die Mongolen, dann kann ich mich um Flüche sorgen. Ihr werdet schon sehen, der Dämon wird euch heimsuchen. Thank you.